Herzlich willkommen zur Asklepios Informationssendung. Heute geht es bei uns um eine Nervenkrankheit, an der in Deutschland schätzungsweise 150.000 bis 200.000 Menschen leiden. Es ist die Parkinson-Krankheit und sie trifft am häufigsten Männer und Frauen zwischen dem 50. und dem 80. Lebensjahr. Und bei uns geht es heute um die Frage, wie man sie behandeln kann. Bei mir ist Professor Peter Urban, er ist Chefarzt der Neurologie an der Asklepios Klinik Barmbek. Schön, dass Sie gekommen sind. Ja, vielen Dank. Erklären Sie uns, was ist das für eine Krankheit, Parkinson? Ja, Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung, von James Parkinson beschrieben, einem Allgemeinarzt aus Großbritannien vor 200 Jahren. Und dabei handelt es sich um einen vorzeitigen Alterungsprozess bestimmter Nervenzellen im Gehirn, in der schwarzen Substanz, Substantia nigra, die nicht mehr ausreichend Dopamin produzieren. Dopamin ist ein normalerweise bei jedem von uns vorkommender Botenstoff, der, wenn er nicht mehr ausreichend produziert wird, bestimmte motorische Symptome verursacht. Darüber hinaus sind aber auch andere Botenstoffe betroffen, Serotonin beispielsweise, Noradrenalin, auf die wir wahrscheinlich noch zurückkommen werden. Ja, kann das jeder kriegen, Parkinson? Ja, das kann leider jeder bekommen. Es spielen sicherlich genetische Faktoren eine Rolle, wahrscheinlich auch Umweltfaktoren. Welches Verhältnis diesen Faktoren im Zusammenspiel beikommt, ist noch Gegenstand aktueller Forschung. Es gibt auch rein monogenetisch verursachte Parkinson-Syndrome, also Familien auch in Norddeutschland, wo ein klarer Erbgang vorliegt, also wo nur eine Mutation eines Gens vorhanden ist, die dann zu einer Parkinson-Erkrankung führt. Aber das betrifft nur ganz, ganz wenige Patienten. Bei der Mehrzahl der Patienten liegt kein Erbgang vor, da betrifft das einen in der Familie, und welchem Einfluss Umweltfaktoren zukommen, ist im Moment noch ein ganz wichtiger Forschungsschwerpunkt. Genau, also ist da die Forschung dann ja voll im Gange. Welches sind die Symptome, die mit Parkinson verbunden sind? Die sind sehr, am Anfang sehr uncharakteristisch. Gar nicht motorische Symptome, sondern nicht motorische Symptome. Schulterschmerzen einseitig, die den Patienten häufig dann erst zum Orthopäden führen. Geruchsstörungen, Schlafstörungen, nicht selten eine besondere Form einer Schlafstörung, bei der Patienten aus einem Traum heraus laut aufschreien, um sich schlagen. Das kann Jahre dem eigentlichen Beginn der Erkrankung mit den motorischen Symptomen vorausgehen. Es können depressive Verstimmungen sein, Angstsymptome, vermehrte Neigung zur Obstipation, also Stuhlunregelmäßigkeiten. Also alles sehr uncharakteristische Symptome, aber wenn zwei oder drei vorliegen, dann sollte das schon so die Möglichkeit einer beginnenden Parkinson-Erkrankung so in Erwägung ziehen lassen. Ja, das sind ja für sich genommen Krankheiten, die jeder mal hat und die kaum einer ernst nimmt, ne? Verstopfung. Richtig, gar keine Frage. Insofern, wenn ein einzelnes Symptom vorliegt, wäre das sicherlich zu weit gegriffen, da schon eine neurodegenerative Erkrankung dann anzunehmen. Aber wenn mehrere gleichzeitig vorliegen, in der Kombination, so als Muster, dann erhöht das sicherlich schon ein bisschen den Verdachtsgrad. Wer achtet denn da für mich darauf, wenn ich die Frage mal so stellen darf? Ja, dass man muss das ja mal zusammenrechnen, ja, kann man das da können, Tests machen? Ja, das können Hals-Nasen-Ohrenärzte sein, die zu denen vielleicht der Patient geht, weil er nicht mehr gut riechen kann. Das können Orthopäden sein, zu denen der Patient vielleicht als erster geht, wegen der Schulterschmerzen, oder Physiotherapeuten. Aber es sind zunehmend auch mehr die Patienten selbst oder die Angehörigen, die über die Medien gut informiert sind und Frühsymptome schon mal gehört haben und tatsächlich dann auch das eins und eins zusammenzählen. Ja. Und wenn dann mehrere dieser Symptome vorliegen, dann schon zum Neurologen gehen. Also das sehen wir zunehmend häufiger. Das heißt also dann, wenn man nur annähernd den leisen Verdacht hat, dass man an Parkinson erkrankt sein könnte, dass man nicht erst auf das sprichwörtliche Erstarren oder auf das Zittern wartet, was ja auch verbunden sein wird, ja, mit der Krankheit. Das ist schon noch, sage ich mal, noch die Regel, dass wir Patienten dann sehen, wenn erste motorische Symptome auftreten. Aber zunehmend auch mehr Patienten, die schon in einem nicht motorischen Frühstadium zu uns kommen. Mhm. Und das ist eine Entwicklung der letzten Jahre, die einfach auch durch das zunehmende Bekanntwerden getragen wird. Gibt es da ein Mindestalter, das man haben muss, um eins und eins zusammenzählen zu müssen?
Leider nein. Es gibt auch Early-Onset, Young-Onset-Patienten, also schon junge Patienten mit Beginn 20. 30. Lebensjahr. Das sind seltene Fälle. Je früher der Erkrankungsbeginn ist, umso größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass eine primär genetische Ursache vorliegt. In der Regel sind die Patienten schon älter. Älter heißt dann jenseits des 50. Lebensjahres. Gilt denn für diese Krankheit, je eher die Diagnose, desto besser die Hilfe? Oder ist das, hat das eigentlich keinen Zusammenhang? Ja, das würde voraussetzen, dass wir schon therapeutische Einflussmöglichkeiten hätten, um die Erkrankung zu heilen oder definitiv das Fortschreiten der Erkrankung aufzuhalten. Soweit sind wir im Moment nicht. Da laufen auch sehr, sehr interessante Studien. Und wir kommen noch mal darauf zu sprechen, was so momentan das aktuelle Krankheitsverständnis ist und wie sich die Erkrankung wahrscheinlich im Gehirn ausbreitet. Und aktuell laufen da hochinteressante Studien, die genau das zum Ziel haben, zu intervenieren zu einem möglichst frühen Zeitpunkt, um die Erkrankung dann zu dem Zeitpunkt dann sozusagen einfrieren zu können oder dann die Ausbreitung aufzuhalten. Das heißt, bisher gilt für die Krankheit, man kann den Verlauf verlangsamen, ja, aber nicht stoppen. Ja, die so Symptome. Die Symptome. Die Symptome beeinflussen, ja, und abmildern, das ist noch der aktuelle Stand. Ja, wie kann man denn dann diese Symptome behandeln? Oder vielleicht müsste man erst damit anfangen, was genau passiert da jetzt eigentlich im Körper, damit wir dann verstehen können, wie sie das behandeln. Ja. Naja, zum einen ist das schon auch symptomorientiert. Im Vordergrund können die motorischen Einschränkungen stehen, müssen nicht. Das kann zum Beispiel der Ruhetremor sein, wenn die Hand zittert. Das können Verlangsamungen der Bewegungsabläufe sein, vermindertes Mitschwingen eines Armes beispielsweise, Einschränkungen bei der Feinmotorik, das sich verändernde Schriftbild, dass die Buchstaben zum Ende hin immer kleiner werden. Oder dann auch in späteren Phasen Schwankungen der Beweglichkeit, ein Wechsel zwischen Phasen von Überbewegung und Unterbewegung, teilweise auch mit Blockaden. Dass die Patienten dann ein Freezing verspüren, das bedeutet, dass die Füße am Boden festkleben und der Patient dann nur mit einer gewissen Verzögerung dann die Bewegung starten kann. Oder es können nicht-motorische Symptome sein, wie zum Beispiel eine Depression oder kognitive Störungen, die wiederum ganz anders behandelt werden müssen mit anderen Substanzen. Das sind jetzt eine ganze Menge Symptome, die alle im Laufe der Erkrankung auftauchen. Richtig. Und die Therapie, auch die medikamentöse Therapie, ist immer eine extrem individualisierte, personalisierte Therapie. Und häufig, so gerade auch bei fortgeschrittenen Erkrankungen, hat fast jeder Patient eine etwas andere Medikamentenzusammenstellung, um möglichst optimal auf die individuelle Situation einzugehen. Ja, und was, wie passen denn jetzt die Medikamente dann zu den unterschiedlichen Symptomen? Ja, also die motorischen Symptome sind in allererster Linie Ausdruck des Dopaminmangels. Des Botenstoffes, genau. Und ja, zwar des Dopamins. Und man behandelt den Patienten so, dass eine Vorstufe des Dopamins, in der Regel L-Dopa oder ein Dopaminagonist, in Form einer Tablette zugeführt wird. Der wird dann im Körper zu Dopamin umgewandelt und ersetzt dann die Funktion des körpereigenen, nicht mehr ausreichend produzierten Dopamins, oder als Dopaminagonist greift die Substanz dort an, wo dann auch das Dopamin angreifen würde. Und so als Faustregel sagt man, Patienten, die jünger als 70 sind, fängt man an mit einem Dopaminagonisten beispielsweise, bei älteren Patienten dann biologisch über 70 dann eher mit einem L-Dopa-Präparat. Also das heißt, auch da gibt es Unterschiede in Abhängigkeit vom Alter. Und dann noch eine in Kombination mit anderen Substanzen, die den Dopaminspiegel glätten. Das können MAO-B-Hämmer oder COMT-Hämmer sein, die den Abbau des L-Dopas verzögern. Das sind so die wichtigsten Substanzgruppen, die wir haben, um medikamentös die motorischen Symptome zu beeinflussen. In Spätphasen, hatte ich schon gesagt, kommt es dann nicht selten zu Auftreten starker motorischer Fluktuation, also zwischen einem Wechsel von Phasen einer guten Beweglichkeit oder sogar Überbewegungen, ja, und Phasen einer extremen Unterbewegung. Also eine Erstarrung geradezu. Eine Erstarrung, genau, wo die Patienten, ja, dann im Off sind, ja, also auf quasi auf, ausgeschaltet sind, in Anführungszeichen, ja, sich kaum noch bewegen können oder ganz schlecht bewegen können. Und da wissen wir auch, dass das sehr stark durch Unregelmäßigkeiten der Magen-Darm-Motilität begünstigt wird. Also wir schlucken ja das Medikament, landet dann zunächst mal im Magen,
Aber im Magen wird L-Dopa beispielsweise überhaupt nicht ins Blut aufgenommen. Das passiert dann eine Etage tiefer im Dünndarm. Und der Schließmuskel am Ende des Magens öffnet sich aber nicht mehr zeitgerecht bei der Parkinson-Erkrankung, sodass Medikamente, auch wenn man die Tabletten regelmäßig nimmt, nur unregelmäßig weitertransportiert werden. Und das ist ein ganz wichtiges Element, was dazu führt, dass solche Schwankungen der Beweglichkeit auftreten, was wir auch daran sehen, dass wir bei ausgewählten Patienten zum Beispiel dann auch eine Duodopa-Pumpe anlegen. Ja. Das bedeutet, dass dann über ein Transportsystem ein Schlauch durch die Bauchdecke direkt in den oberen Dünndarm eingelegt wird, ganz, ganz dünner Schlauch, und man dann Dopamin in Form eines Gels direkt dann an die Stellen transportiert, an denen das L-Dopa dann aufgenommen wird. Können Sie das für jeden Patienten tun? Nein. Also das ist, sagen wir, schon auch eine invasive Form der Behandlung, die am Ende der therapeutischen Möglichkeiten steht, so wie auch zum Beispiel eine Tiefenhirnstimulation, neurochirurgischer Eingriff, die auch für ausgewählte Patienten sehr segensreich ist. Ja, diese Tiefenhirnstimulation, wenn ich Sie da gerade unterbreche, läuft die dann mit so einer Sonde? Und das, also im Grunde genommen ist es ein neurochirurgischer Eingriff, der ein Bohrloch in der Schädelkalotte erfordert. Und in der Regel wird das beidseits auch angebracht und dann tatsächlich eine kleine Sonde vorgeschoben bis zu den tieferen Strukturen im Bereich der Basalganglien, konkret zum Nucleus subthalamicus. Und dann über ein Batteriesystem ein Stimulator angeschlossen, der permanent einen hochfrequenten Impuls abgibt. Und dieser hochfrequente Impuls führt dann zu einer Unterdrückung überaktiver Nervenzellverbände, was sich dann sehr positiv auswirkt, zum Beispiel auf das Zielsymptom eines Tremors, der vielleicht medikamentös nicht ausreichend zu unterdrücken ist. Ja. Aber eins möchte ich gerne noch in unserem Interview ansprechen, weil sich ja Ihr Sektor darauf auch in Teilen spezialisiert hat. Und das ist die multimodale Therapie, die Komplexbehandlung, die ja sehr viel auch auf Bewegung setzt. Können Sie uns darüber noch etwas sagen? Also grundsätzlich muss man sagen, die Therapie der Parkinson-Erkrankung besteht aus zwei Säulen. Einmal die medikamentöse Therapie und auf der anderen Seite auch die Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie. Und das ist störungsspezifisch, wenn zum Beispiel Sprechstörungen, leise werdende Stimme, undeutliches Sprechen, Schluckstörungen im Vordergrund stehen, dann wird dann vor allem auch logopädisch behandelt. Fast alle Patienten benötigen auch eine gezielte Physiotherapie. Und auch hier gab es in den letzten Jahren wichtige Weiterentwicklungen, die auch durch Studien, kontrollierte Studien abgesichert worden sind, was die Therapietechniken angeht. Und es gibt ganz spezielle Therapietechniken, zum Beispiel für Patienten, die beeinträchtigt sind in der Gleichgewichtsregulation, was zum Beispiel auch zu Stürzen führen kann, zum Beispiel durch die sogenannte Schubstherapie nach Höpkes oder BIC-Therapie, wo dann ganz gezielt weit ausfahrende Bewegungen trainiert werden. Auch viel diagonale Bewegungen Die Hypokinese, die Unterbewegung gut zu beeinflussen. Und all dies bieten wir im Rahmen eines stationären Aufenthaltes, der dann über 2 oder 3 Wochen, das hängt dann auch von der jeweiligen Situation ab, angeboten wird im stationären Bereich, wo dann neben einer medikamentösen Neueinstellung oder Umstellung dann auch täglich diese schon angesprochenen nicht-medikamentösen Therapieverfahren zum Einsatz kommen, mit dem Ziel, den Patienten im Rahmen des stationären Aufenthaltes wieder auf ein deutlich besseres Niveau zu bringen, was man dann im ambulanten Setting dann möglichst lange wieder aufrechterhalten kann. Also wir haben viele Patienten, die zum Beispiel einmal im Jahr kommen für diese Parkinson-Komplexbehandlung bei einer an sich fortschreitenden Erkrankung. Und die Erfahrung zeigt, dass es notwendig ist, dann von Zeit zu Zeit einfach wieder neu zu justieren. Ja, das Spannende daran ist ja, dass mehr Bewegungsmöglichkeiten entstehen, obwohl die Zellen es ja eigentlich gar nicht mehr können, die es bisher gemacht haben. Ja, aber Sie müssen ja bedenken, es sind ja nicht alle Zellen betroffen, sondern es gibt Reserven. Reserven noch innerhalb der Substantia nigra, also die noch Dopamin produzieren, aber auch andere Hirnbereiche sind ja noch aktiv und können kompensatorisch Funktionsdefizite ausgleichen. Und das gilt es gezielt zu trainieren. Das Gehirn hat eine Fähigkeit zur Plastizität, also auch sich neu zu organisieren für Umbauprozesse. Und das ist dann ein wichtiges Element, was auch der Physiotherapie zum Beispiel zugrunde liegt. Und die Forschung ist im vollen Gange, das sagten Sie ja auch vorhin schon. Können Sie uns sagen, was vermutlich
die nächste Verbesserung sein wird für Parkinson-Patienten, die da auf Sie zukommt? Ja, also wir wissen jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit, dass die Grundlage der Parkinson-Erkrankung pathologisch gefaltete Eiweißstoffe sind, die sich in Nervenzellen ablagern. Proteine, sogenanntes Alpha-Synuklein, was jeder von uns hat, aber normalerweise abgebaut wird. Und dieser Abbau funktioniert nicht mehr richtig, weil das sich anders als normal faltet und verklumpt. Und diese verklumpten Strukturen können nicht mehr abgebaut werden. Und als nächsten Schritt weiß man seit kurzem, dass diese Alpha-Synuklein-Konglomerate von einer Zelle zur Nachbarzelle transportiert werden können. Das heißt, es kommt also zu einer Ausbreitung innerhalb des Gehirns von einer Nervenzelle zur nächsten und so nach einem Schneeballsystem wird das natürlich weitergetragen. Und man versucht zurzeit in jetzt gerade anlaufenden Studien, diese Ausbreitung dieser Aggregate von einer Nervenzelle auf die nächste zu unterbinden. Und wenn das gelänge, dann könnte man tatsächlich davon sprechen, dass man eine Möglichkeit hat, die Ausbreitung, das Fortschreiten der Erkrankung zu verhindern. Dass man also im besten Falle dann also den aktuellen Zustand zum Zeitpunkt der möglichst frühesten Diagnose hat, den man dann sozusagen einfrieren kann. Vielen Dank für diese Information. Bitte schön. Und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com/nachtvorlesungen oder auf YouTube. Werden Sie gesund!